Zu Goffin? Ja. Wir haben in der letzten Folge das einmal nachgefunden und wollen jetzt heute das zu Kor Kalom bringen, damit er die Anrufung des Schläfers da vorbereiten kann. Und ich wollte dann auch diese Folge noch zusätzlich ins neue Lager mal gehen. Wir haben ja eigentlich mehr als genug Erz aktuell, glaube ich. Wir haben 2233 Erz. Wir kriegen gleich noch mehr. Wir sind aktuell stinkreich. Und mal gucken, wie viel wir für diese Nagelkeulen da von den Dingern bekommen. Warte, wie viel haben wir von den Nagel? Von den Nagelknipsern. Nagelkeule, genau. Das sind schon einige. Das sind sehr viele. Wahrscheinlich nicht viel wert, aber können trotzdem ordentlich verkaufen. Oh toll, jetzt hänge ich hier wieder fest. So. Immer hänge ich da fest. Unglaublich. So, Talas. Dann gehen wir wieder zu Kor Kalom. Wie sieht es eigentlich wegen einem Zwischenbericht aus? Die große Sache der Bruderschaft. Ich glaube, ich weiß jetzt genug über die Sekten-Sache. Ich sollte Raven davon erzählen, sobald ich wieder im alten Lager bin. Ah! Warte, was stand da noch über Mordrak? Ich glaube, ich weiß jetzt genug über die Sekten-Sache, dass ich Mordrak etwas darüber erzählen kann. Okay, dann müsste ich mal zu Raven zurück. Hier sind wir wieder. Am besten, du bringst den Almanach gleich zu Kor Kalom. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Mach dir um mich keine Sorgen. Okay, haben wir erledigt. Obwohl, wir könnten, bevor wir das dahin bringen, gehen wir lieber zurück ins alte Lager. Und berichten lieber. Wir berichten mal Raven, was da genau vor sich geht. Nicht, dass ich das jetzt Kor Kalom gebe und wir damit dann dem alten Lager in den Rücken fallen. Gehen wir lieber wieder zurück ins alte Lager. Berichten einmal. Haben das Almanach hier in der Tasche. Und dann ins neue Lager und gucken, ob wir da noch irgendwas machen können. Mit Sicherheit auf jeden Fall können wir da noch was machen. So. Der schnellste Weg wäre eigentlich, glaube ich, hier durch die Leute. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Genau, schnellste Weg durch den Wald hier. Einfach dem Weg hier folgen. Das meiste haben wir hier eh schon ausgestaltet. Also wird uns dann nichts mehr passieren. So, und wie viel haben wir jetzt? Wir haben wieder 10 Lernpunkte. Immerhin Stufe 12 sogar. 45.000 brauchen wir für die nächsten 10. Seraphis sammeln wir mal nicht ein. Brauchen wir aktuell auch gar nicht. Oh! Da haben wir wieder eine Blutfliege. Können wir die Erfahrungspunkte mal mitnehmen. Und die Flügel. So. Über die Brücke müssen wir wahrscheinlich, ne? Ja, über die Brücke. So, und geradeaus durch. Mache ich hier auch nochmal. Kurz ein Safe Game. Ah, hier haben wir noch nichts ausgeschaltet. Okay. Machen wir mal eben. So. So.
gönnen wir uns die Punkte. Und komm. Was mit dir? So, komm, ich will deine Flügel auch noch haben. Hier gab es doch irgendwo noch eine Maurat, genau da. So. Und noch ein paar Scavengers. Geil. Okay, dann können wir jetzt wieder weiter. Da haben wir einen Lurker, aber den lassen wir noch in Ruhe. Fürs Erste. Wir gehen jetzt direkt zu Raven. Krass, dass wir so schnell jetzt auch noch zum Gardisten geworden sind. Und mal gucken, wie viel Erz wir jetzt von Raven bekommen. Ich hoffe, wir kriegen da ordentlich jetzt was an Erz. Verletzung da hinten. So. Ah ja, das war's zu groß. Genau. Warte mal, der kann ja auch trainieren, ne? Scorpio. Ja, nicht mehr. Für Gomez war die beste Entscheidung von dir, zu uns zu kommen. Ja, ich wollte jetzt. Für Gomez. Kann ich von dir lernen? Kann ich von dir lernen? Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armbrust. Gib mir einfach 200 Erz. Armbruststufe 1, 200 Erz, 10 Lern. Nee, lassen wir mal. Erstens, wir haben keine Armbrust. Und zweitens, weiß ich nicht, wie schnell das dann auch, also wie viel das mir bringt. Und hier, Raven. Hallo! So, ich will meinen Zwischenbericht abgeben. Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut, ich bin gern gut informiert. Sie wollen die Eier einer Minecrawler-Königin, um daraus ein Elixier herzustellen, durch das Sie Kontakt zum Schläfer aufnehmen können. Ich habe die Eier bei mir. Du hast deine Sache gut gemacht. Wer bist du? Wie steht der Erzhandel? Die alte Mine spuckt genug aus. Die letzte Lieferung aus der Außenwelt war ziemlich fett. Okay. Lass uns lieber über was anderes. Lass mich mal. Serafia, Bartolo. Schön, dass die jetzt hier wieder am Tanzen ist. Arto, Scar, mit wem muss ich jetzt. Okay, also doch nicht. Aber wir können jetzt eigentlich die schwere Rüstung uns holen, ne? Holen wir uns die mal. Und können da auch noch mal ein bisschen was verkaufen. Aber langsam haben die alle insgesamt kein Erz mehr. So. Komm, ich will mit Stone reden. Da war er doch. So. Für Gomez. Für Gomez. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere. Wenn die Zeit. So, 2100 Erz. Ich möchte eine schwere Garderüstung haben. Nur die höchsten Gardisten dürfen so eine Rüstung tragen. Und du bist noch nicht lange genug dabei, fürchte ich. Okay. Wir sehen uns. Ja, Arschloch. So, was mit dir, Skip? Für Gomez. Für Gomez. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Ja, wäre schön. 41 hat er noch. An Erz. So.
8. Ja, komm. So, gönnen wir uns. Genau 40. Dann. Ja, dann ab ins neue Lager. Ich glaube kaum, dass ich da. Wir haben ja auch mehr, mehr als genug Erz, um da irgendwie nochmal reinzukommen in die Kneipe. Das passiert mir nicht nochmal. Ich wollte eigentlich ungern diese 50 Erz dafür zahlen, um da reinzukommen, aber können wir mal ausprobieren. Dann müssen wir auch jetzt erstmal noch nicht den Almanach da abgeben, sondern können einfach direkt da rüber. Oder wir können auch mal mit diesen einen, wie hieß der nochmal? Baltadas oder so? Glaube ich, hieß der. Sorry wegen dem Namen. Ich habe die auch allesamt noch nicht mehr im Kopf eingeprägt, sagen wir mal. Noch nicht auswendig gelernt. Ein paar Namen schon. Lester, Lares, Diego, Gomez und so weiter. Auf jeden Fall. Weiß ich auf jeden Fall, wer die sind schon mittlerweile. Aber die ganzen Bals und so. Nee. Ist noch nicht im Kopf geblieben. So. Schade, dass wir nicht schneller gehen können. Genau, wir müssen an dem da vorbei, ne? Und schade, dass wir die schwere Rüstung noch nicht holen können. Dort können wir auch noch eigentlich verkaufen, fällt mir gerade auf. Im neuen Lager. Da habe ich noch nicht so viel verkauft. Die haben da noch mit Sicherheit viel Erz. Hier, dem kann ich auch noch was verkaufen, bestimmt. So, Eidern. Ja, hör auf zu rauchen und handel mit mir. Nee. Können wir noch nicht. Jo. So. Goblins irgendwo in der Nähe. Keine Ahnung nur wo. Aber egal, jetzt gehen wir erstmal ins neue Lager. Vor allem Lefty und so weiter existieren ja auch nicht mehr, genauso wie der Reislord. Mal gucken, wer der neue Reichslord ist. Oder ob die jetzt irgendwie zusammengebrochen sind oder so. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Geht. Hab nichts mehr zu rauchen. Verlass dich auf jemanden. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Hey Mann, verarsch mich nicht, ja? Mit sowas komme ich nicht klar. Okay. Das heißt, wir können denen allesamt, wenn wir aus dem Sumpflager hier das Kraut mitnehmen, diese tägliche Ration, jedes Mal hier hingehen und denen was verkaufen. Boah, wir könnten hier auch wirklich ein richtig krasses Drogendealer-Geschäft machen. Hätte ich Bock drauf. Jedes Mal 10 Erz dafür? Warum nicht? So. Hier haben wir einen Bauern. Aber jetzt tun wir das mit dem 50 Erz auch gar nicht weh, wenn wir jetzt da versuchen reinzugehen. Jarvis. Ich
frage mich, warum sind die Fackeln allesamt eigentlich hier aus? Warum machen die das nie an? Oder muss ich die alle anmachen? Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Alles glauben, was man hört. Warte mal. Ich höre nicht über was anderes reden. Wir machen hier ein Safe Game. Die Waffe weg! Nein! Okay. Nicht so gut gelaufen. Hörst wohl schlecht, Bürschchen. Ja, ja. Ich glaub. Steck die Scheiße. Die Waffe. Ist mal. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. So, komm. Lass dich auf jemanden und du bist verlassen. Looten wir den mal. Erstmal abwarten. So. Nicht so heiß, ich dachte, das ist das. Der kann jetzt nichts mehr machen. Ich habe hier aber auch ganz viel Müll mitgenommen von dem. So. Erstmal futtern. Wahrscheinlich hast du recht. Kann schon sein. Das wird dir noch leid tun. Ja, sei froh, dass ich dich nicht umgebracht habe. Verlassen. Das ist eben so. Nur ausgeplündert das hier. Aber als für dich muss nicht gleich jeder wissen. Alter, wie lange dauert das mit dem Essen hier? Das ist wirklich nicht mein Problem. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, so, wie es gekommen ist. Lass uns liegen. Alarm! Eindringling! Er hat ihn fertig gemacht! Erstmal abwarten. Es der hat genug. Es gegessen, wie es gekocht hat. Immer wieder diese. Wenn du meinst. Ja. Ich habe keine Ahnung, was mit dem ist. Modra. Hier ist er. Das passiert mir nicht nochmal. Das ganz anders. Stimmst du, dass du Kurier für die Magier bist? Jetzt hier, zeig mir deine Ware. Komm. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Wer muss noch genug haben hier? 11 Erz? War doch klar, ja, dass das Ärger gibt. Ich glaube kaum, dass ich... Das wird dir noch leid tun. Das ist wirklich nicht mein Problem. Krallen. Ich glaube kaum, dass ich daran... So, Flügel. Das passiert könnten nicht nochmal. Noch andrehen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Fackel. Hier auch nochmal. Ah, dann eine schon benutzt. Ich nicht mehr auf das Gefasel. Ja, komm. Gut, dann machen wir halt nur so. Und du bist verlassen. Kann das ist schon sein. Oder hat er noch irgendwas, was wir brauchen können? Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. So, bessere Waffen hat er man nicht. Man darf auch nicht alles glauben. Spitzhacken ohne Ende? Kann schon sein. So, wo haben wir das? War nicht besonders schlau. Komm, für ein Erz mache ich jetzt nicht. Lass dich auf jemanden, du bist recht. Verlassen. Das ist eben so. Senjan, Schürfer, Cypher? Das sind die das. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Ich will was trinken. Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Manche der hat auch nochmal 18. Ja, okay. War nicht besonders schlau. Was kann ich ihm andrehen? Hier, Stachelkeule. Nee. Nagelkeule. 7. Wenn du meinst. Aber behalt's für dich. Muss nicht 14. Kann schon sein. 21, komm. Geschichte. Nehmen wir ihm die alle weg. Das ist wirklich nicht mein Problem. Macht er sogar noch gewinnen, aber egal. In seiner Haut will ich immer trotzdem wieder dieselbe. Wenn du und da haben wir den einen Ball. Isidro. Solange ich damit nichts zu tun habe, warum erzählt. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Du hast ein Problem. Balkagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Ich sagte was. Du hast ein Problem. Balkagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Was? Deinem großen Schläfer. Ich muss das Zeug loswerden. Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nun auch wieder nicht. Du brennst doch einfach damit durch. Ja. Wäre das ganz anders gelaufen. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird.
Vielleicht muss ich ihn komplett abfüllen, damit er mir das Kraut gibt. Dann kann ich noch mal ein bisschen was hier verkaufen. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Oh Mann, ich muss das Zeug loswerden. Du willst mich doch nicht übers Ohr hauen, oder? Ich gebe dir mein Wort. Gut, hier ist das Zeug. Du müsstest mindestens 400 Erz dafür kriegen, also 200 für jeden. Ich bin die ganze Zeit hier. Wenn du das Erz hast, komm zurück. Weißt du, wer größere Mengen abnimmt? Wenn ich das wüsste, wäre ich selber losgegangen. Jetzt, wo ich das Zeug los bin, fühle ich mich schon viel besser. Okay, komm. Wem kann ich dort noch andrehen? Hier dem Schiffer bestimmt. Komm. An der Geschichte muss wohl. Na, wie sieht's aus? Nee, dann wahrscheinlich nicht. Erstmal abwarten. Yes. Jeremiah. Schnapsbrenner? Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie die Kerle wegsaufen. Ist auch ganz gut so. Solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Den gibt's übrigens nicht mehr. Was kannst du mir über den Reislord sagen? Er ist ein verdammtes Schwein. Seine Schläger suchen sich die Schwachen aus, um sie zur Arbeit auf den Feldern zu zwingen. Der Einzige, der sich wehren könnte, ist Horatio. Horatio, nicht Horatio. Er hat mit Gewalt nichts am Hut. Ich habe mal gehört, wie er gesagt hat, er würde dem Reislord gerne den Schädel einschlagen. Aber das würde der nie tun. Seine Überzeugung hält ihn davon ab. Ist das die Antwort, die ich... Was machst du hier? Ich brenne den Reisschnaps, Junge. Hier, nimm eine Flasche, aber sag nichts Silas. Wir gehen mal zu Horatio, also Horatio. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt ihm sagen muss. So, kann ich den beiden aber noch was verkaufen? Nee, den kann ich nichts verkaufen. Aber wir gehen jetzt mal zu Horatio. So. Sind ja nur ein paar Meter hier. Schon hier irgendwo. Bauer, da haben wir Horatio. Ich habe mir noch mal über die Sache nachgedacht. Und ist dir was Besseres eingefallen? Ja, ich will es mit dem Reislord und seinen Schlägern aufnehmen können. Du bist nicht der Erste, der das versucht. Ich werde den Reichslord und seine Schläger fertig machen, wenn du mir dabei hilfst. Gut. Ich habe geschworen, nie wieder jemanden anzugreifen, aber nicht, es niemandem beizubringen. Ich bin ganz Ohr. Wenn du stark zuschlagen willst, kommt es auf die richtige Technik an. Das ist das Erste, was du beim Schmieden lernst. Lerne jeden Teil deines Arms, von der Schulter bis zum Handgelenk, gleichzeitig nach vorne schnellen zu lassen. Je besser die Technik, umso härter der Schlag. Du wirst es schnell raushaben. Danke für deine Hilfe. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür. Okay, 5 haben wir jetzt bekommen. Warte, hier. Nochmal 5, wo haben wir das? Stärke. Geschick 30. Magie? Nein, haben wir. Okay. Magie haben wir noch nicht gelernt. Akrobatik können wir irgendwo lernen. Kann man das hier irgendwo lernen? Ich würde gerne Akrobatik lernen. Da kommen wir nicht weiter. So, warte mal. Wir haben aber auch irgendwo 10, 20, 20. 40, eine 50 Kraut haben wir jetzt. Hier Sumpfkraut zum Rauchen. Die könnten wir eigentlich auch mal langsam loswerden. Gucke mal, wenig. Bestimmt kann ich das jeden Einzelnen hier nochmal verkaufen. So, aber warte mal. Wir machen vielleicht einmal hier ein Safe Game.
Und gehen hier einmal nochmal pennen. So. Bis zum nächsten Morgen, genau. Und die Gesundheit ist auch wieder voll. So, Söldner. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was. Frag mal. Jo. Solange. So, willst du etwas Sumpfkraut? Gib her, wenn du muss doch wohl was dran sein. Dem können wir nichts verkaufen, das weiß ich. Greg oder so hieß der. Wie sieht's mit denen da aus? Söldner? So. Ich hab Sumpfkraut. Warum nicht? Frag mal. Blade können wir auch noch verkaufen, glaube ich. Willst du... Gib her, wenn du wieder... Jo. Gucken wir mal da oben. Hier sind auch noch einige. Willst du... Gib her, wenn du wieder mal... So, und hier nochmal. Willst du... Gib her, wenn du wieder... Dem können wir auch noch was geben. Ich hab Sumpfkraut. Warum nicht? Frag mal... Willst du... Gib her, wenn du wieder... Torloff. Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem ist eine super bin ich hier. Ist dann eine gute Meuterei? So, mal gucken. Hier oben gibt es bestimmt auch noch welche. So. Der hier vielleicht? Ja, der will so. Willst du gib her, wenn du wieder. Nicht nochmal. Oh, ich frag mich, wie viel Sumpfkraut wir jetzt haben. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. So. Ich hab Sumpfkraut. Warum nicht? Frag mal. Wäre das ganz anders gelaufen. Naja, gut, das können wir mit dem da auch noch, ja. Willst du, gib her, wenn du wieder. Oh, das ist geil. Einfach mal hier allen wieder was zu verkaufen. Früher wäre das. Oh, ich hoffe, das können wir öfters mal machen. Es gibt immer ordentlich Erz. So. Die beiden hatten wir ja schon. Da vorne gibt es aber auch noch einige. Wolf. So. Den können wir bitte noch irgendwas. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Okay, 600 hat er. Wir können dem etwas noch verkaufen. Von. Den hier? Ja, 600. Nice. So, machen wir erstmal die 600 voll. So, was können wir noch andrehen? Ja. Egal. I2 Erz. Gut, nein, jetzt nicht. Aber ich kann ihn jetzt kein Dings hier verkaufen. Kein Sumpfkraut. Verlass dich auf jemanden. So, die beiden wollen bestimmt auch noch was. So. Ja, so. Du siehst aus. Hast du was? Kannst jeder. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. So, den da auch noch. Hör auf zu trinken! So, Sumpfkraut hier. Hast du was? Kannst jeder. Der Quatsch wird viel. Wie viel Sumpfkraut haben wir jetzt noch? Wo? Da. Okay, 37 haben wir noch. So, der Bandit will bestimmt auch noch was. So, ich hab ein bisschen Sumpfkraut. Ich hab ein bisschen... Klar, wenn du mal wieder... damit nichts zu tun habe.
Willst du etwas Sumpfkraut haben? Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb, wenn du mal... Den da noch? Du siehst auch... Hast du was? Kannst jederzeit... Erstmal abwarten. Butch. Okay, Butch will nichts. Wedge. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? So, Taschendiebstahlstufe 1, 10 Lernpunkte. Ich will ein guter Taschendieb werden. So, du willst also ein paar Leute um ihre Sachen erleichtern? Ja, komm, mach mal. Nun gut. Ich werde dir beibringen, wie du besser wirst. Aber es besteht immer noch eine Chance, dass du erwischt wirst. Das Risiko solltest du nur eingehen, wenn außer deinem Opfer niemand sonst da ist. Erst als Meister wirst du in der Lage sein, jemandem etwas aus der Tasche zu ziehen, ohne dass er es bemerkt. Okay. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Taschendiebstahl, Stufe 2, 20 Lernpunkte. Okay. Bandit? So, ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm. Jo. Aber Akrobatik haben wir immer noch nicht gelernt. Ich will wissen, wo man das lernen kann. Right. Kann ich den auch noch verkaufen? Der ist ja am Rauchen. Lass dich auf jemanden. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Okay, dem können wir nichts verkaufen. Balkagan. So, ich habe etwas Sumpfkraut. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich, wenn du mal... So, noch ein Bandit. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb, wenn du mal... So, komme ich an den vorbei, ohne dass die mich... Gomez, Schergen, komm! Gomez! Jetzt hör auf! Gomez! Alter, jetzt lass mich in Ruhe! Okay, hier komme ich noch so. Sharky. Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Ich könnte noch ein paar Sachen gebrauchen. So, 650 hat er nochmal. Nice. So, was kann ich dem andrehen? So. Die ganzen Waffen mal. So, den den Langbogen kann ich ihm verkaufen. Was habe ich hier noch, was ich dem andrehen kann? So, dann Almanach brauchen wir noch. Boah, 3122 haben wir schon mittlerweile. Die Dinger. Komm, der Rest krallen. Sonst haben wir nichts mehr. Ja, den Rest verkaufen wir so an die Leute, an die Dudes. So, 330. Machen wir so. Und dann... Okay, willst du irgendwie nicht? Muss ich doch anders machen? Jo. Okay, gucken wir mal, wem wir noch was andrehen können hier. Hier gibt es doch bestimmt noch mehr. Hier, so. Du siehst aus. Hast du was? Ganz hier. So, und hier. Du siehst. Hast du was? Ganz hier. Du siehst aus. Hast du was? Ganz hier. So, und ich klar, wenn du mal. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Wie kannst du mir helfen? Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Der bringt mir Akrobatik bei. Ah, geil. Ich habe aber keine 10 Lernpunkte mehr. War doch klar, dass das Ärger gibt.
So, okay. Zu Basta müssen wir. So. Du siehst aus. Hast du was? Kannst jeder. Gut, dann gehen wir nächstes Mal, wenn wir 10 Lernpunkte haben, zu Basta. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut. Klar, hier. Wenn du mal wieder. So, wie viel Sumpfkraut haben wir noch? 25. 25 Leute haben wir schon bedient. Das waren jetzt 250 Erd. Das heißt, die 200 Erz können wir dem einen Dude da wiedergeben. So. Ich hoffe, die lassen mich jetzt wieder rein. Wie sieht es mit den Erfahrungspunkten aus? Okay, da brauchen wir noch ein bisschen was. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. War doch klar, dass das früher so. Ganz anders gelaufen. Hörst wohl schlecht, Bürschchen. Ist mir egal, ich geh jetzt da rein. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. So, mal Isidro. Ich hab das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal. War eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Das wird dir noch leid tun. So, okay. Was passiert? Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge verkaufen wir den restlichen Sumpfkraut. Und ja, schauen mal, dass wir wieder die 10 Lernpunkte kriegen, damit wir hier auch mal die Akrobatik endlich mal drauf haben. Das Leichen haben wir jetzt schon drauf, Akrobatik aber noch nicht. Und wir brauchen nochmal 10 Lernpunkte. Und dann euch vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.